Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Hexe. Ja, und ich spiele mit den Perks Korrupte Intervention, Geißelhaken, Schmerzensecho, Blutwächter und Totenschalter. Und ich habe außerdem zwei Addons mit. Einmal habe ich dieses Ohr mit. Das sorgt einfach dafür, dass wenn Überlebende meine Falle auslösen, dann ist das wirklich unangenehm. Dann hört man da wirklich so ein komisches Fiepen. Ja, ich dachte, ich mag das selber nicht so sehr, wenn ich dagegen spiele, aber ich dachte, ich nehme es einfach mal mit. Also, es hört sich alles an wie betäubt, ne? Und dazu habe ich noch ein zweites Addon mit, und zwar diesen Kranz, der dafür sorgt, dass wenn Überlebende meine Fallen auslösen, dann sehe ich deren Aura für 5 Sekunden. Ja, die Idee ist halt, die Überlebenden lösen meine Falle aus, sehen das nicht so, hören nicht mehr so richtig und vielleicht kann ich mich dann nähern, ohne dass sie... Dich. Okay, jetzt zerstöre ich direkt. Vielleicht kann ich das halt dann gut zu meinem Gunsten nutzen. Wieso läuft er nicht? Wieso läuft er? Na gut, ich dachte, der läuft vielleicht da lang. Aber läuft anscheinend die andere Seite vom Hügel lang. Okay, Dwight. Ist nicht cool. Du solltest den anderen Weg gehen. Na gut, dann setze ich halt einfach auf dem Weg ein paar Fallen. Die werden mir vielleicht später noch helfen. So, erster Gen durch, alles gut, hat im Nehmen. Ja, hat im Nehmen, ja. Perfekt. Er hat nicht mal die Falle ausgelöst und wir haben hier keinen Keller. Ah, schade. Das wäre zu gut gewesen, wenn da jetzt der Keller wäre. Was zur Hölle? Okay. Wildpferd, ja, ich hab's schon verstanden. Du willst nicht an den Geißelhaken. Okay. Kommst hier an den normalen Haken. Hep. So, siehst du, ich habe auch gar keine. Ich spiele halt Hexe sonst immer nur mit Trifft deine Wahl, aber. Habe ich halt heute nicht mit. Okay, Umgewöhnung. Krieg mal trotzdem hin. So, ich setze überall Fallen. Mein Spinnnetz steht eigentlich schon ganz gut. Der Gen, an dem hatten sie gearbeitet. Oh, der Gen, an dem arbeiten sie wirklich auch noch aktiv. Schade. Okay, ich zerstöre kurz. Na, Überlebende, was macht ihr? Ne, der läuft nach dort oben weg. Und zweiter Rum ist halt wirklich... Okay, die ziehen an. Und zweiter ist halt herum eine... Wie soll ich sagen? Eine Burg an Fallen, ne? In das Gebiet zu kommen ist gar nicht so einfach. Hallo? Okay, ich gebe ihr kurz einen mit. Sie ist halt wieder so betäubt und hört halt nicht viel. Hab ich dich? Okay. Du bist hoffentlich kein Wildpferd. Okay. Wenn ihr tauschen wollt, klar. Hab ich dich? Wunderbar. Dwight kann ruhig abhauen, aber so bekomme ich halt immerhin zwei Haken. Direkt hier am Rand der Map. Oh, Dwight, das war ein Fehler. Dass er dort geheilt hat. Jetzt hätte er halt keinen Entscheidungsschlag mehr, ne? Okay. Die Palette nehme ich auch mal kurz raus. Keine Ahnung, wo Steve ist. Dort ganz hinten ist Steve. Aber ich denke, die merken jetzt alle, dass sie so ein bisschen am Hintern sind, wenn sie nichts machen. Weil der Steve, ich sehe, wie er dort langsam lang kriecht. Hallo. Hab ich dich? Okay, Leute. Ich weiß, es ist eine sehr gefährliche... Oh, die eine konnte aufstehen, die hatte unwirksam. Oder wurde gerettet. Da wurde die andere gerettet. Steve fängt. Trotzdem setze ich kurz eine Falle hin. Hallo? Warte mal, die hing, die lag? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo sie war. Richtig. Vielleicht hat sie einen Entscheidungsschlag. Komm mit. Dort an den Haken nebt, dann hing die anscheinend nicht. Hep. Ich setze trotzdem die Falle. Klar, ich könnte mich auch sofort teleportieren, aber
Besser, es ist vorgesorgt. So, hier platziere ich auch nochmal eine. Das Spinnnetz ging schon mal sehr gut auf. Wir haben richtig viele Haken gemacht. White ist tot, wenn er hängt. Dort hinten kommt, denke ich, dann die Rettung, oder? Ich dachte, ich hätte hier hinten, ja, Rennsporn gesehen. Alle sind auch noch verwundet. Hallo, andere Yunjin. Hart im Nehmen. Hab ich dich? Nein. Okay, nee, die anderen heilen sich gerade erstmal. Perfekt, die Chance nutze ich. Hängen sie direkt auf. Boah, wir machen hier übelst Druck jetzt. Aber ist halt Hexe, ne? Macht halt besonders viel Druck bei Haken, ne? So, ich weiß jetzt zumindest, wo er ist. Hier unten ist ja auch eine Falle ausgelöst worden. Die platziere ich mal hier. So, unser Spinnnetz verlagert sich. Hallo, Steve. Sie ist tot. Da warst du leider zu langsam. Und das Ohr macht halt auch, dass der so unangenehm jetzt hört. Der hört halt so alles jetzt betäubt. Das ist echt nicht schön. Es tut mir schon fast leid, aber ich dachte, ich nehme es mal mit. Um mich halt vielleicht so ein bisschen zu erwischen, ne? Ja, mir die Palette. Okay, der andere Twite denkt sich jetzt, er zieht einfach Jens durch. Kann er ruhig machen. So. Da gehst du nicht mehr lang. Na los, 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 los. Reich weiter. Danke. Hallo, Twite. Ich habe halt sonst immer Addons mit, dass ich eine höhere Teleportationsreichweite habe. Wenn man das halt mal nicht mit hat, ist das echt, naja, nicht so optimal. Beziehungsweise dann muss man halt wirklich auch nochmal ein Stückchen laufen, um zu den Feinden zu kommen. So, okay, wir schwanken wieder auf unserem Weg zum Haken. Ja, komm. Und tap. Du bist tot. Hab ich dich. Puh. Ja Mensch, die Runde ging ja doch zu unseren Gunsten aus. Hätte ich halt erst nicht erwartet, weil die haben so viele Gens gemacht, aber dadurch, dass ich dann halt einen Haken dort in der Ecke hatte, da hat sich dann halt alles nach dort konzentriert. Dazu die Fallen drumherum, die ich ja schon auf dem Weg alle gesetzt hatte, haben halt gut dafür gesorgt, dass die halt gar nicht so richtig unbemerkt in das Gebiet kamen. Also klar, sie hätten da auch irgendwie dran vorbeilaufen können, aber ich habe die halt bewusst in Laufwege gesetzt. Weshalb das echt schwierig für die Überlebenden war, da überhaupt hinzukommen und zu retten. Ja, ist sehr gut aufgegangen. Und ja gut, sobald die eine dann halt dann das in der zweiten Hakenphase war und niemand retten kommen konnte, weil alle verletzt waren, war schon fies. Dann hatte ich auch ein, zwei Hakenkrabscher, weil die halt retten, obwohl eine Falle ausgelöst wurde. Aber sie waren halt verwundet und mussten. Naja, gut. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. War mal wieder eine Runde Hexe. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!